hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, nachdem ich den C64 ausgiebig getestet habe, ja, werde ich mich jetzt dran begeben, das gute Schätzchen erstmal zu reinigen. Ja, er ist nicht doll verschmutzt, aber dennoch stört mich das gerade hier so in den Zwischenräumen an der Tastatur. Hier, wo diese, ja, ich nenne es mal Kühlrippen oder angedeuteten Kühlrippen sind. Ja, da ist auch ordentliches an Schmutz drin. Und das Ding braucht hier auf jeden Fall erstmal eine Reinigung. Ja, ich stöpsel jetzt hier erstmal alles ab. Stromzufuhr, Antenne raus, Laufwerk raus. Da muss man doch das Ganze ein bisschen vorsichtig hinausziehen. Und dann wäre die SD2IEC. Ah, kompliziert. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Karte baue ich jetzt erstmal aus. Nur also das Schätzchen aus. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht so gezeigt. Ja, hier wäre diese Speicherkarte drin. Ist mit so einem Federmechanismus. Kommt die dann raus. Ja, in dem Fall von PCBWay. Da habe ich sie bestellt. Von der Qualität macht die einen sehr guten Eindruck. Und ja, tut, was sie tut. Das ist ja erstmal die Hauptsache. Die lege ich erstmal schön zur Seite, damit da nichts dran kaputt geht. Ja, und dann wäre hier das gute Schätzchen. Ich hoffe mal, das ist eine verschraubte Variante. Ja, ist sie. Also ist nicht das ganz neue Modell von dem C64C, sondern diese Schraubvariante. Schau mal eben, 1, 2, 3 Schrauben. Ja, soll es das gewesen sein? 3 Schrauben nur. Ich sehe gerade, die Gumminöppen fehlen hier, beziehungsweise 2 Stück. Die beiden, die sind noch dran. Vielleicht kann der eine etwas damit anfangen. Ich meine, das E steht für die, ja, für die neueste Platine. Aber das werde ich ja gleich sehen, wenn ich es aufschraube. Ich würde sagen, einfach mal aufschrauben, los geht's, ne? Das wäre Schraube Nummer 1. Und auch hier sieht man, das Gerät wurde schon mal geöffnet. Gut, damit ist natürlich zu rechnen. Ein Gerät, was aus dem Ende der 80ern ist. Ich weiß nur, damals meinen alten Brotkasten, den hatte ich auch mehrmals ausgeschraubt. Auch um zu reinigen, ja, und in erster Linie, um da reinzugucken. Natürlich war man auch neugierig, wie sieht so ein Computer von innen aus. Das war ja mein erster Computer, beziehungsweise auch mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Computer gehabt. Da war ich quasi mein Vater etwas voraus. So, da kommen schon die ersten Krümel mir entgegen. Jetzt kommt der große Augenblick des Öffnens. Ja, vielleicht doch von der anderen Seite öffnen. Bin mal gespannt, ob die Tastatur hier oben verschraubt ist oder unten am Mainboard dran ist. Ah, ist ja mal am Mainboard dran. Behaupte ich mal. Okay. Irgendetwas klemmt hier. Hier sehe ich gerade jetzt noch einen Aufkleber drauf von Allkauf. Knack, knack, ja, das hört sich schon gefährlich an. Ja. Ja, den hätte ich vielleicht vorher reinigen sollen. Ich halte das hier in meine Kamera. Also, das ist natürlich schon einiges an Schmutz hier, was man hier erkennen kann. Der braucht auf jeden Fall eine Reinigung. Definitiv. Ups, oh. Bleibt schön hier. Versuche ich mal das Gehäuse hier so abzunehmen. Ach, ganz einfach. Das war schon 2 Schrauben. Und ich habe hier keine Pappe, ich habe hier richtiges Blech.
Und das müsste auch das kleine, ja, das ist das kleine Board. Das ist leider das kleine Board. Okay, ich ziehe den Stecker hier ab. Natürlich ganz vorsichtig. Ich merke mir einfach mal, weiß ist unten, braun ist oben. Aber ich denke mal, eigentlich ist das schon selbsterklärend, wie da eingebaut war. Ja, und jetzt hätten wir halt eben noch dieses Schutzblech, nenne ich es einfach mal. Das müsste ich jetzt einmal noch demontieren. Und hier fehlen, meine ich, schon zwei Schrauben. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Die in der Mitte ist noch vorhanden. Ah, da oben sind auch noch welche. Da oben sind dann dementsprechend auch nochmal 1, 2, 3, 4 Schrauben zu erkennen. Und so dreht das Gehäuse mal so ein bisschen. Eine wäre hier. Ja, ich fahre mit der Kamera gleich nochmal hier drüber, damit ich euch das nochmal ein bisschen näher zeigen kann. Ich nehme die Schrauben jetzt hier erstmal raus. Hier wäre eine. Ja, nochmal ganz kurz gezeigt. Hier wäre eine Schraube. Hier wäre eine Schraube, hier und hier, also in Summe 4 plus eine hier vorne. Und die beiden, die haben gefehlt. So, jetzt hole ich mal das schmutzige Schutz. Achso, das kann man einfach so abheben. Ja, in erster Linie ist es ein guter Schutz gegen Staub. Aber ansonsten macht das Blech, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Okay, die Platine als solches sieht eigentlich besser aus, als ich es erwartet habe. Hier kennt man noch ein bisschen so Wärmeleitpaste, vermute ich mal. Hier ist etwas abgeklebt mit Tesafilm. Und hier ist noch so eine Sicherung, so eine alte, die bei Überspannung durchbrennt. Ich glaube, die gibt es heute zutage gar nicht mehr. Und was kann man noch erkennen? Der Sittbaustein würde mich interessieren, welcher Sitt drin ist. Dann sehe ich hier gerade, hier steht drauf, Revision 3. Ja, also ich kann mit der Nummer jetzt nicht viel anfangen, aber vielleicht sind da ein paar Fachleute unter euch, die damit etwas anfangen können. Und den Sitt habe ich noch nicht gefunden. Auch wenn sie in den einzelnen Chips, die sind sehr gut bedruckt. Das war ja bei den ersten ja auch nicht so. Da waren die Aufdrucke der Chips ja doch eher ein bisschen schwammig. Eigentlich ein bisschen vorsichtig, hier vorne klemmt es noch ein bisschen und an der TV-Buchse. Aber mit ein bisschen Gefühl bekommt man ihn auf jeden Fall raus. Ja, dann hätten wir hier noch ein zweites Blech mit einer, so einer Art Pappe, sag ich mal. So, dann mache ich mal so eine kleine Kamerafahrt über die einzelnen Bauteile. Das wäre jetzt hier die Tastatur. So sehen die aus. Das wäre die, ich nenne sie mal Oberschale. Das wäre das untere Blech. Und das wäre das eigentliche Mainboard. Sag mal dazu überhaupt Mainboard? So, und auch die Rückseite will ich euch auch nicht vorenthalten. Die sieht dann dementsprechend so aus. Ich kann hier keine Brandspuren erkennen. Auch keine Roststellen, da
Das ist schon mal sehr positiv. Deswegen denke ich mal, mit einer einfachen Reinigung sollte dieses Board hier auch wieder flott gemacht werden können. So, jetzt habe ich die letzte Taste, die Space-Taste. Die soll etwas kniffliger sein. Ah, geht aber. Und hier ist, glaube ich, noch so ein Bügel drin. Und auch eine Feder in der Mitte. Gut, ich mache davon auch mal eben ein Foto, damit ich es wieder richtig rum einhänge. Das muss ich jetzt hier irgendwie aus dem Bügel bekommen. Ja, ganz vorsichtig. Die weißen, die lasse ich lieber mal dran. Noch solche weißen Verbindungsstücke. Ja, und wie man auch hier sieht, Siff ohne Ende. Das wird alles schön sauber gemacht. Den Metallbügel lasse ich auch dran, oder? Ja, den lasse ich dran. Das sollte nicht stören. Ja, ich gehe da mit einem Pinsel drüber, beziehungsweise mit einem leicht feuchten Lappen. Nebelfeucht, sagt man ja gerne. Hier stehen auch noch mal ein paar Informationen. Wem das was sagt, mir nicht. Und auch hier die Lötverbindung, die ist auch noch in Ordnung. Kabelverbindung sieht auch noch gut aus. Soweit man das bis hierhin beurteilen kann, ist die Tastatur soweit noch in Ordnung. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich werde mich jetzt ans Waschen begeben, das Ganze vielleicht ein bisschen einweichen lassen und jede Taste einzeln ein wenig schrubben. Ja, ich werde die Tasten handelsüblichen Reiniger reinigen und einfach mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe mir noch einen sauberen Schwamm und ich denke mal, das ist eigentlich selbsterklärend, wie das funktioniert. So, das war's. Alle Tastaturen sind jetzt gereinigt worden. Hier ist noch so ein bisschen Spüli drauf. Ich spüle nochmal ab mit klar Wasser. Und es ging im Endeffekt richtig einfach, die Tastaturen jetzt hier zu reinigen, weil ich hatte nämlich das Glück, dass die Verschmutzung, die hielt sich in Grenzen, bis war eigentlich fast gar nicht vorhanden. Das war wirklich nur minimal. Ein paar Flecken waren teilweise an den Tasten dran, aber das war nur vereinzelt. Ja, ich denke mal so eine halbe Stunde habe ich jetzt gebraucht. Aber je nach Verschmutzungsgrad kann das natürlich auch noch ein bisschen länger dauern. Ne? Ich packe alles wieder zusammen. Ja, und dann sehen wir uns oben wieder. So, jetzt muss das Ganze nur noch trocknen. Und dann baue ich wieder ein. Die Federn dran, da die ein bisschen rostig sind und ein bisschen klebrig auch vor allen Dingen, mache ich da mal so ein klein bisschen WD-40 drauf und dann müsste das wieder floppen. So wäre das Endresultat. Man kann es jetzt noch gründlicher sauber machen, aber ich denke mal, das reicht auf jeden Fall. Das allermeiste ist weg, das sind nur noch so winzige Partikelchen und wollen wir es nicht vormachen, spätestens 2 Monaten sieht das eh wieder mindestens genauso aus. Man muss ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. So sieht das Endresultat aus. Und ich dachte im ersten Augenblick, oh Mist, ich habe eine verloren. Das ist ein bisschen tückisch. Die verhaken sich hier manchmal. Hier sind jetzt 2 drauf. Die muss ich jetzt hier irgendwie wieder auseinander friemeln. So, ich weiß nicht, ob man sieht. Also das kann man fast gar nicht erkennen. Und Gott sei Dank habe ich keine verloren. Damit wären die Federn auch wieder komplett. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt auch an, nach meiner Vorgabe die Tasten wieder zu platzieren. So, das Bild ist, glaube ich, ganz gut. Ja, und hiernach werde ich jetzt Taste für Taste wieder einsetzen. We'll be right back.
So, die mittleren Tasten, die sind jetzt alle drin. Jetzt habe ich noch die F-Tasten. Und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, das entweder weiter rechts oder weiter links anzuschließen. Aber auf dem Foto kann man eigentlich sehr gut erkennen, dass es jetzt in dem Fall da, wo F8 steht, also rechts, den rechten Pin muss ich wählen. Und hier genau das gleiche. Zack, der wäre drin. Jetzt hätte ich noch die Space oder Leertaste. Hier habe ich noch was entdeckt. Das machen wir eben nochmal weg. Ja, jetzt natürlich die gute Frage. So rum oder so rum? Ich schaue mal eben auf dem Bild. So, sie ist drin. Ich habe bestimmt jetzt 10 Minuten rumgefummelt. Ja, man muss den richtigen Punkt irgendwie finden. Und natürlich darauf achten, dass man die Space-Taste nicht verkehrt rum einbaut. Dann geht die eigentlich auch ganz leicht rein mit einem ganz leichten Klick. Gut, also es fühlt sich richtig gut an. Die Tasten lassen sich richtig geschmeidig alle betätigen. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier keine Buchstaben vertauscht. Aber wenn nicht, ich meine, kann man ja auch ganz einfach wieder austauschen. Das ist auf jeden Fall nicht das Problem. Ja, nur man sollte es vielleicht auch nicht zu oft machen, dann könnten die vielleicht ausleiern. Aber so eine Aktion macht man ja vielleicht mal alle paar Jahre, wenn überhaupt. Ja, das wäre jetzt so mein Endresultat. Also ich würde sagen, fast wie neu. Also die Vergilbung hält sich auch wirklich richtig in Grenzen. Ja, so kann ich mit dem Resultat kann ich auf jeden Fall leben. Und ich würde sagen, jetzt kommen die anderen Bauteile. Hier wäre noch das Gehäuse. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, wie ich es sauber gemacht habe. Ich habe es einfach in der Küche, in eine Spüle, mit ganz normalen Spüli und einen Schwamm einfach ein bisschen lang geschrubbt unter fließendem Wasser. Und das Resultat, denke ich mal, lässt sich auf jeden Fall sehen. Die Unterseite, okay, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Mühe geben können, aber die sieht man ja eh nicht so. Ja, und hier wäre die Vorderseite und ich denke mal, die ist eigentlich akzeptabel. Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, definitiv. Also ich hätte nicht gedacht, dass man ja das Gehäuse so super sauber bekommt. Also hier ist eigentlich nichts dran. Eine leichte Vergilbung könnte sein, also ich kann sie nicht feststellen. Ja, und wenn, dann ist es schön gleichmäßig, sodass gar nicht auffällt. Ja, und dann kommt als nächstes, kommt dann hier dementsprechend die Metallabschirmung. Ja, und die Platine als solches noch. Ja, und dann kann ich wieder zusammenschrauben. Tastatur ist soweit abgearbeitet. Die packe ich mal eben zur Seite. Und jetzt werde ich mich um diese Schutzbleche werde ich mal kümmern. Da ich keine Wärmepaste im Hause habe, werde ich die versuchen drauf zu lassen. Und dementsprechend nur das reine Blech reinigen. Ja, hier ist noch so eine Art Pappe drin. Die ist soweit okay. Ein, zwei Staubkrümmel. Dann kann die jetzt weg. Ja, und das wäre das untere Blech. Ja, das ist eigentlich auch schnell erledigt. Einmal mit dem Lappen drüber und dann sollte das schon passen. Ich mache ein wenig WD-40 drauf. Was anderes habe ich gerade nicht im Hause. Und das sollte damit eigentlich wunderbar abgehen. So, die Innenseite ein bisschen vorsichtiger. Wie gesagt, die Paste soll ja drauf bleiben. So, das sollte an der Stelle auch reichen. Sind leichte Flußtroststellen zu erkennen. Aber wie gesagt, das Blech erfüllt da keinen großartigen Zweck. Vielleicht dient es auch so ein bisschen so zur Wärmeableitung, könnte ich mir vorstellen. Werde ich wohl nicht viel machen können. Man könnte es auch noch fein abschmiegeln und irgendwie neue Schutzschicht drüber. Ja, kann man machen. Das hier sind auch so leichte Roststellen. Hier etwas größer, diese Punkte. Kleinere Punkte. Und noch einmal mit einem trockenen Lappen drüber. So viel zu den Blechen. Kann ich das auch zur Seite legen.
So, dann kriegen wir als nächstes die Platine. Aber das werde ich wohl heute nicht mehr machen. Die werde ich mir dann dementsprechend morgen vornehmen. Ich trinke in der Zeit noch einen Schluck Kaffee. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aktion. Jetzt mit einem kleinen Handstaubsauger die Platine ein bisschen gesäubert. Leider habe ich nur so einen ganz kleinen Pinsel. Aber ich denke mal, für die kleine Platine müsste es auch so gehen. Ich würde sagen, auf geht's. Das wäre mein Endresultat. Das kann man natürlich noch weiter betreiben und noch mehr reinigen. Aber ich denke mal, es sollte an dieser Stelle, sollte das auf jeden Fall ausreichen. Ja, dann kann von meiner Seite aus der Zusammenbau wieder beginnen. So, der Stecker ist drin. Ich habe nochmal nachgeschaut. Braun ist oben, weiß ist unten. Und bei der LED ist der rote von mir aus gesehen links. So, dann müsste die Tastatur eigentlich... Hier sind unten solche Haken. Ich zeige das gleich. Eingeschoben werden. Mal gucken, dass das jetzt hier vernünftig... Licht ist. Genau, und hier sind nur zwei Schrauben. Also nur hier in die Laschen einführen, sag ich mal. Und dann zweimal verschrauben. Und die Schrauben haben ein metrisches Gewinde. So, die LED habe ich gerade vergessen, die habe ich jetzt nochmal nachträglich eingebaut. Jetzt kann ich den C64 verstöpseln. Ich würde sagen, Operation Reinigung erfolgreich beendet. So sehe das Schätzchen jetzt im fertigen Zustand aus, beziehungsweise im gereinigten Zustand. Ja, die SD-Karte muss ich noch reinstecken, das Steckmodul. Ja, mit dem Resultat bin ich auf jeden Fall zufrieden. Jetzt kann der eigentliche Spaß beginnen. Ja, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!